Jo, kommen wir zur nächsten Qualifikation und zwar zu Death. Death hat hier eine Runde aus einem anderen Battle-Turnier eingereicht. Es war halt eine Runde gegen Anders und deshalb möchte ich da auch nicht auf die Punchline-Punkte direkt eingehen, weil es da schon eine Analyse zu gibt. Falls ihr Bock habt, kann ich die euch gerne verlinken in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Flow von Death. Ja, der Flow ist eher leider mangelhaft von Death, weil er selten den Takt trifft. Und wenn er den Takt trifft, dann klingt es so, als wenn ihm die Luft ausbleibt. Also ein bisschen zugedrückt auf einmal am Ende. Also das hört man ziemlich raus. Das ist leider ein bisschen schade. An sich ist auf jeden Fall die Stimmlage sonst nicht schlecht. Und wenn er den Takt mal trifft, dann klingt es auch relativ geil. Scheiße, darum macht ihr mit dem Set Bekanntschaft. Doch dieser Anders, das hat einen Kackspaß, der in seiner Quali zu viel wirre Scheiße verpackt hat. Ich steck sie in seine Mütze und zieh sie ihm über, da er sich in der Zeit bei einem LSD-Trip verdient hat. Doch du bist der Goldgräber mit dem heftigeren Vogel, doch gib sie kein Gold, sondern nur deine Popel. Es wird Zeit, dass ich dich auf deinem Höhenflug besinne. Deine Karriere geht nicht so hoch wie deine Pitch-Stimme. Und dass du Schnitzelschwanz ja so gut kennst, mach dem SRT für einen neuen Schwuchtel-Turbulenz. Death hat sogar ein Video, was ich bewerten kann, was von den Schnitten sogar recht gut ist auf jeden Fall. Von der Qualität dann aber wieder ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Aber sonst an sich, die Handbewegungen von ihnen sind auch passend. Meistens, also ab und zu hampelt er da ein bisschen rum. Ansonsten kein schlechtes Video und der erste überhaupt mit einem richtigen Video, wenn auch für ein anderes Turnier. Ich halte deine Reiniger schon bereit und beschaff dem SRT was zurück, seine Cleanheit. Mein nächster Gegner nennt mich leider ne Putzfrau, weil ich den Dreck aus dem Turnier jetzt raussaug. Ich halte deine Reiniger schon bereit und beschaff dem SRT was zurück, seine Cleanheit. Mein nächster Gegner nennt mich leider ne Putzfrau, weil ich den Dreck aus dem Turnier jetzt raussaug. Kommen wir zur Punktevergabe für den Flow. Flow-Punkte habe ich Death 6 von 10 Punkten gegeben. Dafür, dass er den Takt doch sehr selten getroffen hat, hat er trotzdem einen guten Stimmeinsatz und ich hoffe, dass sich das ein bisschen bessert. Ansonsten von Anders 5 Punkte und von Sudden ebenfalls 5 Punkte. Somit haben wir eine Gesamtpunktzahl von 16 bei Flo. Kommen wir zur Technik. Bei Technik habe ich Death 5 von 10 Punkten gegeben, Anders 6 von 10 Punkten und Sudden 5 von 10 Punkten, womit wir auch eine Gesamtpunktzahl von 16 von 30 Punkten haben. Beim Video habe ich die Vollpunktzahl von 3 von 3 Punkten gegeben, Anders auch 3 von 3 Punkten und Sun 1 von 3 Punkten, womit wir eine Gesamtpunktzahl von 7 von 9 Punkten haben. Und bei Extrapunkten habe ich Death 3 von 5 Punkten gegeben, Anders auch 3 von 5 Punkten und Sun 1 von 5 Punkten, womit wir eine Gesamtpunktzahl von 7 haben und auf einen Endstand kommen von 46 Punkten.